Ein Mann, der mich begeistert seit den 80er Jahren. Mich oder schon noch seit den 60er Jahren. 60er Jahren. Fast 50er Jahre. Seine Hits, Kokain, kurz vorm Krieg habe ich ihn kennengelernt. Trag meine Liebe wie einen Mantel und natürlich fast das Allerbeste, der Fritze mit der Spritze. Das kenne ich ja gar nicht. Das kennst du nicht? Nein, kenne ich nicht. Einer der größten Songwriter des Landes, meine sehr verehrten Damen und Herren, immer noch musikalisch hochaktiv und jetzt, und das hat uns sehr gefreut, Dancing Stars Teilnehmer, unser Mann bei Dancing Stars. Er hat uns ein Video zukommen lassen. Er ist körperlich top, auch wenn er im Laufe der Jahrzehnte erblindet ist. Und zufrieden ist. Hier ist, meine Damen und Herren, Boris Bukowski. Boris Bukowski, meine Damen und Herren. Was bitte? Hast du uns mitgebracht? Ihr habt mein neuestes Album noch nicht. Oh, gibt es ein Leben vor dem Tod? So Boris Bukowski, ja, immer noch auf der Bühne, top fit. Lieber Boris, ich darf dich bitten, Platz Hallo, zu nehmen. Hallo, was magst du trinken, Boris? Wein, bitte. Wein. Ja, ich bin ja Neo-Stammersdorfer und da bin ich sehr anspruchsvoll. Also ich schau mal, was ihr da habt. Aber ich hätte jetzt gedacht, du trinkst keinen Alkohol, weil dein Körper schreit auch quasi danach, dass man weiß, dass du sehr viel Sport treibst, sehr bewusst lebst. Na, so eng darf man das nicht sehen. Wenn man keine Freude am Leben hat, dann wird das nichts. Ja, aber Freude am Leben und Dancing Prost. Stars, geht das zusammen? Prost, mein Lieber. Lu, trinkst du eigentlich vor einer Zeit im Bild? Trinkst du vorher nein, was? Nein. Nicht. Was sind das für unseriöse Fragen? Kann doch sein, um ein bisschen in Stimmung zu kommen. Nach der Zeit im Bild. Nach der Zeit. Lieber Boris, wann hat dich der Auftrag ereilt, bei Dancing Stars mitzumachen? Und wie lange hast du dir Zeit genommen, nachzudenken, ob du es machst? Ich bin total empfänglich für so Sachen, die man nicht alle Tage macht und auch die ganz ungewöhnlich sind. In der Vergangenheit bin ich mal Trabrennen gefahren, ohne das gelernt zu haben. Das ist natürlich besonders geil, wenn man eigentlich das nicht kann. Ja. Ja, ist das so? Ist das nicht nur gefährlich dann? Ziemlich, ja. Puh. Aber solche Sachen mag ich gern. Oder wie zum Beispiel, ja, Fallschirmsprung zu meinem 70er. Oder jetzt das exotischste Dancing Stars. Ja. Ich habe bis jetzt mit Tanzen noch nichts. Das heißt, Sie haben dich angerufen, dachten, wir versuchen es mal vorsichtig, aber du sofort, ja, klar, mach ich sofort. Klar, aber man muss dazu sagen, Boris Bukowski, eine Legende des Austropops, wenn ich dich so bezeichnen darf. Du bist ja auch bei Live-Auftritten jetzt nicht gerade der Lebendigste auf der Bühne. Die Songs sind natürlich... Diese Schweinerei muss eine andere werden. Diese was? Schweinerei? Ja. Ich sehe mich auch manchmal viel zu steif, besonders wenn ich keine Gitarre habe. Ja, aber du bist der Gott der Steifheit für mich. Ja, ich meine, Mick Jagger tanzt natürlich mehr bei seiner Performance. Du warst schon der Gott des Statischen, oder? Das ist so, wie Gunkel seine Kabarettauftritte macht. Er geht einmal zur Bühnenmitte und bleibt dann angewurzelt stehen. Ja? Aber das hat auch, wie du sagst, einen Coolness-Faktor. Absolut, ja. Jetzt bist du aber natürlich gefordert, bei Dancing Stars die Hüften, die vielleicht steif gewordenen Hüften, zu bewegen. Wie geht's dir bei den Proben? Danke. Nicht so übel. Zuerst habe ich mal gedacht, ich bin viel zu blöd, mir Schrittfolgen merken zu können. Ja. Ich habe herausgefunden, ist schon was Wahres dran, aber Gott sei Dank bin ich nur halb so blöd, wie ich mir gedacht habe. Aber kannst das heißt, es dir, du kannst gut. Es dir halbert merken, du bittest sie einfach darum, den Tanz zu es verkürzen. Es ist ja wahnsinnig schwierig. Die Choreografie eines ganzen Tanzes sich zu merken, ist ja wirklich schwieriger, als sich die Covid-Regeln einzuhalten. Ich bin gerade ins kalte Wasser gesprungen. Mein erster Tanz ist ein Quickstep mit besonders vielen schnellen Bewegungen. Die Tanzpartnerin ist auch in Ordnung? Kannte dich die Tanzpartnerin? Nein, ich habe sie nicht gekannt. Nein. Sie dich, meine ich. Mit wem sie es zu tun hat? Habe ich sie jetzt gar nicht gefragt, aber nachdem sie den Auftrag gekriegt hat, mich zu coachen, wird sie sich vielleicht... Erkundigt haben. Erkundigt. Man kriegt ja übers Netz doch einiges über dich mit. Wie viele der anderen Dancing Stars-Teilnehmer kennst du eigentlich? Inzwischen alle, sagen wir mal diplomatisch gesagt. Es ist ja promimäßig gar nicht so schlecht besetzt. Otto Konrad, ehemaliger Team-Tormann. War mir ein Begriff, ja. Bernhard Kohl, Radfahrer-Profi. Ja. Wer nimmt noch teil? Margarete Thiesel, die Schauspielerin. Die großartige Margarete Thiesel. Ja. Toll. Wer noch? Niki.
oder so. Nico. Nico ist ein Modeschöpfer. Dann gibt es noch die Pool-Billard-Weltmeisterin. Ah, die Frau Uscha. Die beste Besetzung seit langem bei Dancing Stars. Die härteste Konkurrenz überhaupt. Wann geht's los? Wann ist die erste Sendung? Am Freitag. Jetzt am Freitag? Ja. Da kann man aber noch nicht rausfliegen, ne? Da kann man noch nicht rausfliegen. Das ist großartig. Ist aber gefährlich. Das, ich weiß nicht, von wann die Bilder sind, die wir bekommen haben von deinem Training. Ja. Das sind die Bilder auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, dass du es sehr, sehr gut machst. Vielleicht musst du es noch ein bisschen schneller machen. Set. Schluss. Ja. War richtig. Der linke Fuß startet. Ja. Schritt. Cha. Bravo. Und gehen. Cha. Ja, es ist noch nicht ganz ausgereift, die Choreografie, aber es geht in die richtige Richtung. Stimmt es wirklich, viele Teilnehmer von Dancing Stars sagen ja, dass die Probenarbeit wirklich kräftezehrend ist und nicht umsonst so gut bezahlt? 3 Stunden am Tag und so und darüber hinaus noch Interviews und hin- und zurückfahren und so, ist schon cool. Aber das hat mich auch gereizt daran, sozusagen die sportliche Herausforderung. Ich möchte das können. Und jetzt, wo ich ein bisschen an der Oberfläche gekratzt habe, möchte ich auch diese Schrittfolgen, die ich inzwischen, sagen wir mal, hoffentlich kann, dass die auch noch beschwingt und fröhlich. Hast du einen Lieblingstanz schon? Ich kenne erst 2 überhaupt. Welcher denn? Der erste ist der Quickstep. Und ja, den zweiten darf ich noch gar nicht verraten, glaube ich. Aber so. Den kenne ich eh noch nicht wirklich. Also. Aber ich glaube, du bist ein Kandidat, du könntest das eventuell gewinnen. Also ich würde so sagen, ich fange vollkommen bei Null an. Eben. Und das ist wieder Schotti damals. Schottenberg war ja auch so ein Kandidat. Allein aus Respekt vor dem hohen Alter. Wirst du viele Stimmen bekommen wahrscheinlich, oder? Oder? Glaubst du nicht? Ja. Oder Schotti hat super getanzt. Aus Mitleid. Bitte? Schotti hat super getanzt. Super. Und Boris wird auch super tanzen. Ja. Genau das sage ich ja. Unser Sänger Georgi hat ja auch mal mitgemacht und ich darf dir nur Georgi verraten, ohne jetzt etwas an die Wand malen zu wollen, etwas Dunkles. Dritter. Er hat sich mehrmals verletzt bei diesen ganzen Trainings. Aber natürlich wiegt er 8-mal so viel wie du und vielleicht sind die Bänder dann auch schon ausgeleiert, aber es ist nicht ganz ungefährlich, dieses vielleicht Training. Vielleicht war die Konkurrenz härter oder was? Ja, eventuell auch da. Gibt es ja, ein genau. Leben vor dem Tod? Das ist die aktuelle Platte von Boris Bukowski. Ja, das ist die letzte. Ja. Das ist die letzte? Wie meinst du das? Also die letzte erschienene. Ja. Mit jungen Musikern gemeinsam aufgenommen. Ja, unter anderem spielt Christian Aigner von Depeche Mode am Schlagzeug und. Kokain, auch dein großer Hit, neu aufgenommen. Ich wollte mal eine absolut aktuelle Version bringen. Ja. Die alte ist, das gelingt einem ganz selten, auch in meiner langen in meinem Musikerleben. Aber ab und zu gibt es so Sachen, die dann zeitlos sind. Ja. Das Kokain ist zeitlos und ich wollte bewusst das mal auch ausprobieren, ob es eine zeitgenössische Variante davon gibt. Hochinteressant. Ja, Kokain. Kokain ist damals auf E3 am Anfang gar nicht gespielt worden, genau. Bis dann Eberhard Forcher, aus welchen Gründen auch immer, es gespielt hat. Ja, siehe. Und er fand es so geil einfach. Kannte sich aus im Thema. Ja. Kokain, Kunst ist Leben, im Namen Gottes, Amen. Wir leben auf der Aschenbahn, die schönste Sünde. Allein wegen den Namen muss man sich dieses Album kaufen. Boris Bukowski, kaufen Sie sich bitte dieses Album. Ich wünsche dir alles Gute für Dancing Stars. Und ich wenn weiß, du gewinnst, es ist noch dann, wenn du gewinnst, mein lieber Boris, dann kommst du wieder zu uns. Ist das okay? Oh. Würdest du diese Einladung annehmen? Das ist ein Deal. Das ist ein Deal. Vielen Dank.